Alter. Du machst mich aber auch fertig, Alden. Ja, wir sind in Finnland. Ich bin das erste Mal hier auf der Map. Ich habe mir das Video angeschaut, wie man hier so schön reingleitet in die Map. Und dann habe ich mir gedacht, Alden, erstmal direkt Pause, kein Schritt latschen. Auch wenn da hinten gerade schon irgendwas geblökt hat. Wir gucken uns erstmal hier alles schön bei Licht an. Guck mal. Ach, guck mal hier. Die Aliens waren auch schon da. Und haben ein bisschen was für mich erkundet. Nicht schlecht. Also, rein in die Base und erstmal eine Runde schlafen. So, da sind wir hier. Hahaha. Nice, Alter. Sieht aus wie ein riesengroßer Campingplatz hier. Gehen wir, wie gesagt, erstmal direkt. Kann ich hier schlafen? Ist das hier unser Haus? Oder da hinten? Ne, da ist es. Da hinten die Hütte haben wir zugewiesen bekommen. Abgefahren, ey. Wirklich cool. So ein Park. Komme ich da jetzt überhaupt hin? Ich komme da gar nicht hin, wa? Nee, Alter. Ha? Easy. So. Aber auch sehr, sehr geil gemacht. Absolut cool. Wir müssen die Sounds mal wieder korrigieren. So. Viel besser. Aber absolut cool gemacht. Sehr stimmungsvoll das Ganze. Passt. Was haben wir hier? Okay, Inventar. Das ganze Gedöns dabei. Cool. Sehr, sehr cool. Ich hau mich erstmal hin. Was haben wir hier? Interagieren? Nee. Törtchen, oder was? Lecker Törtchen. Was ist denn das denn, Alter? Halbes Sushi. Mit einer Bratwurst in der Mitte, oder wie? Nicht schlecht. Ja, Törtchen, Alter. Perfekt. Okay, ich habe sie gerade aufgegessen. Nicht schlecht, Alter. Schön, Betthupferl, Alden. Nur aber mal schnell in die Pofe. So, wunderbar. Also, wie immer, ich werde nichts von der Story machen. Story ist mir absolut wurscht. Egal, wie gut Design mag im Game. Bisher war ich immer massiv genervt von den ganzen Stories, von allen Stories bisher. Das macht mich immer richtig fertig. Was ich sehr, sehr geil finde, ist das gesamte Szenario hier schon mal. Dieses Campingplatz-Feeling. Man hat hier seine eigene kleine Hütte. Man hat das ganze Inventar hier schon dabei. Mega geil. Ich würde sagen, wir rüsten uns erstmal aus. Wow! Und was man sagen muss, es ist ja der Hammer, was sich optisch getan hat. Es hat sich ja an den Details, wenn man zum Beispiel in den Laden geht, wahnsinnig viel getan. Man guckt sich im Lager die Sachen an oder wie gesagt im Laden und sieht dann hier auch zum Beispiel bei den Lockmitteln ganz, ganz andere Optiken. Viel detailgetreuer oder detaillierter im Ganzen. Neu überarbeitet, die Tröten sehen anders aus, viel die Lockmittel, überall so Kleinigkeiten. Coole andere Models sozusagen verwendet, cooles Ding. Was einem natürlich auffällt auf der Map, ganz viele Level 1 Tiere. Das ist krass. Und da müssen wir natürlich zusehen, dass wir jetzt was Passendes kriegen. Ganz viel Level 1 Munition. Auch da hat sich ja ein bisschen was getan. Richtig, richtig cool. Und wenn ich hier jetzt gerade mal ins Ausrüsten gehe, gucke mal da. Auch das sieht anders aus hier. Das Wheel. Kriegen wir das hier anders hin. Hotkeys und das Wheel. Können wir jetzt unterscheiden, was wir haben wollen. Ich glaube, ich bleibe bei dem Altbekannten. Warum das Wheel? Ja, ich glaube, das geht so auch ganz gut. Und dann ziehen wir uns hier jetzt rein. Ich habe einfach die altbewährten Kandidaten genommen hier. Ich habe auch momentan ja noch nicht ganz so viel dabei, da der Account ja noch relativ neu ist. Das heißt, wir gehen hier mit den altbewährten her. Was auch neu ist, Kaliber 22 gibt es jetzt in
ja, mehr Durchschlagskraft. 17er Durchschlagskraft, auf den normalen eben nur eine 5er Durchschlagskraft, aber halt eine 10er Aufpilzung. Hier jetzt eine 1er Aufpilzung, aber dafür wahnsinnig viel Durchschlagskraft. Ich weiß gar nicht, für was das wirklich interessant ist. Ich meine, so eine Aufpilzung von 10 ist ja dafür gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich starte erstmal damit. Und dann haben wir hier als drittes noch die Ranger. Wir haben jetzt quasi ganz viel Einser abgedeckt. Einser Tiere 2 bis 6 und dann 4 bis 8. Reicht das eigentlich? Ja, wir haben als Elch oder den Elch quasi als größtes hier. Dann haben wir ja noch den Braunbär. Und für die zweite haben wir dann hier, oder für die anderen Tiere haben wir dann hier ab 2 den Marderhund. Dann gibt es Eurasischen Luchs und Weißwedelhirsch. Und mit der anderen Waffe haben wir eine riesen Auswahl an Level 1 Tieren. 13 Gänse, kann das sein? Und Hase gibt's auch noch, Schneehase gibt's auch noch, also richtig wild. Ich bin übelst gespannt, was da geht. Geben wir mal Gas und sehen zu, dass wir hier in die Wildnis kommen. Ja, absolut genial. Ne? Wir laufen jetzt gerade hier aus dem Camp raus. Sonnenaufgang auch hier. Rein optisch gerade richtig, richtig cool wieder. Gerade auch wie die Sonne hier rüber geht. Einfach krass zu erleben, wenn man mal eine ganze Zeit lang nicht im Game war. Man sieht einfach, wie gut es gemacht ist. Und guck mal hier, Alten, da sind wir doch hier schon an einem Gewässer. Ich kenne die Map halt noch überhaupt gar nicht, ne? Kleiner Tümpel hier. Na, wenn wir uns jetzt überlegen, dass da bald noch was in Richtung Angelgame rauskommt, kann das doch was werden hier, ey. Das wird doch mit Sicherheit spannend. Ich scanne schon mal hier so ein bisschen, ob sich hier an dem Gewässer was befindet, irgendwas hier rumschwimmt. Ha! 7, sehr schwer. Eurasischer Luchs, Stufe 3. Auf 215 Meter. Ob wir den schon kriegen? Ob wir den kriegen? Ist am Trinken jetzt gerade. 150. Haben wir getroffen? Haben wir nicht genug getroffen? Ha! Einfach zu lange nicht mehr geballert. Ja, nice, ey. Also, es sieht einfach richtig gut aus. Auch stimmungsmäßig hier von der Map her bisher schon richtig gut. Ja, diese europäischen Wälder einfach. Es sieht einfach immer wieder cool aus. Also, da haben wir ihn. Tatsächlich frontal. Eigentlich gar nicht so schlecht getroffen. Aber dadurch, dass er so nach vorne gebückt war, doch an den lebenswichtigen Organen vorbei. Ach, knapp, Alter. War vielleicht gar nicht so schlecht. Gerade hier am Schlecken. Schade, ey. Ja, keine lebenswichtigen Organe getroffen. Jard, trotz allem, mitgenommen. Passt schon. Okay, ich würde sagen, ich mache mal ein bisschen Strecke. Wo müssen wir hin? Himmelsrichtung, so. Oh, warte mal, der Wind hat gedreht. Also, es geht jetzt hier in die Richtung. Jo, dann gehen wir jetzt hier weiter runter. Mir ist halt ja wurscht, wo es hingeht. Ich habe ja noch alles offen. Also, Attacke Vollgas. Erstmal hier aus der Area raus, wo ich hier rumgeballert habe. Oh. Oh, hier, ich kann sie markieren. Was sind es? Reiherrenenten? Was? Ja, was hier rumflattern? Ob ich einfach mal draufjagen soll gleich? Komm, ich baller gleich drauf. 5 Schuss. Die gehen runter. Die gehen ja runter. Perfekt. Ach krass, guck mal, wie sehr, sehr cool. Wie die sich hier runterbegeben, wie die landen. Sehr, sehr nice gemacht. Hier noch die letzte. Auf 50 Meter hier, 60 Meter knapp. Das ist ja cool. Deutlich cooler als sonst es früher war. Mega. Ach, wie cool. Ja, ich halte mal drauf. Ich bin gespannt. Die ersten Enten. Geil. 5-mal geballert, eine getroffen.
läuft bei ihm. Naja, gut, immerhin zwei Stück, ey. Ei. Gucken wir mal. Cool ist, dass man hier richtig weit rein kann. Das ist ja ganz flach hier. Ich dachte schon gerade, die treiben gar nicht näher. Cool, ey. Goldwertung. Na, was haben wir denn da für ein Gackerhühnchen, Alter? Alten. Naja, nicht schlecht. Zack, getroffen. Lunge. Jawolski. Gold passt. Mitgenommen. Ach, das war die hier vorne. Okay, und jetzt kommt die dahinter. Silberwertung. Die sehen ja aus, Alter. Auch ganz gut getroffen. Passt. Angenommen. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt überlege ich gerade, weißt du was? Ich hatte ja gerade die Munition. Ich wechsle mal eben die Muni. Und dann testen wir das nächste Mal mit der anderen Munition. Da haben wir ja jetzt die Munition mit deutlich höherer Durchschlagskraft. Mal gucken, inwieweit sich das dann auswirkt aufs Entenjagen. Ich bin hier gerade mit den Lockmitteln unterwegs. Da schnaubt es hinter mir. Ein Weißwedel irgendwo. Das war mal ein dolles Schnauben. Da! Ha! Nervös, Stufe 4, 85 Meter. 85 Meter, Stufe 4. Mit dem zweiten Ballermann. 2 bis 6, passt doch genau. 85 Meter, genullt auf 75. Ich scanne nochmal eben. Komme hier so ein bisschen an die Bäume dran. Kann ich mich noch ein bisschen verstecken mehr? Oh, da sind mehrere. Stufe 2. Okay, der da hinten duckt sich wieder. Ich komme aber gerade schlecht ran, ey. Ich versuche mich mal da vorne in den Busch zu stellen und dann vielleicht aufzustellen. Warnruf. Ja, entspann dich, Alten. Oder soll ich draufgehen, ey? Oh, er haut schon ab. Okay, das wird so nix. So wird das nix. Gleich vertreibe ich die auch noch alle. So, jetzt bin ich noch einigermaßen unsichtbar. Auch nicht. Kannst hier knicken. Okay, ich muss das von hier oder vom Stehen. Oh, jetzt hauen sie schon ab. Ihr wollt mich doch trollen. 110 Meter. 100 Meter. Das geht aber auch gut hier. Stufe 4. Stattlich, Alten. Rabams. Dankeschön. 50%, 25, Lunge gut getroffen und liegt 0. Okay. Erster Weißwedel. Und sie kommen auch schon fast wieder zurück, oder was? Das ist nicht schlecht, ja, da kommen die anderen auch, da ist er. Der zweite männliche auf 70 Meter jetzt gerade. Ja, nicht schlecht. Konnte man machen. Wir fangen aber mal hier vorne an mit dem Looten. Der erste war ja hier vorne ein bisschen weiter rechts. Und dann nehmen wir die links auch noch mit. Und auf dem Weg dahin ein Birkhuhn. Guru, 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 guru macht's. Was geht ab, Alter? Ich will auch guru, guru machen. Kann man die vielleicht nicht locken? Alter, ich muss die Augen offen halten. Da hinten liegt der Weißwedel. Und da vorne macht's guru, guru. Alter, du machst mich aber auch fertig, Alten. Krass. Okay, das Hühnchen können wir knicken. Das ist wahrscheinlich weg. Nochmal eben kurz hier scannen. Alter, wie sie einen anschnaufen.
So, das war der erste. Wow. Schönes Dingen. Gut getroffen. Jawohl. Goldwertung. Passt. Alles richtig gemacht. Mitgenommen. Ja, und dann ging die Eskalation los. Hier vorne liegen sie. Dann ging die Eskalation los. Der war ja jetzt hier gerade eben, ne? Der kam ja gerade eben hier an. Auch nicht schlecht. Von hinten. Jawohl. Zack, mitgenommen. Next. Ja, auch Lunge mitgenommen. Und dann haben wir hier noch einen. Auch wieder Goldwertung. Passt. Alter, direkt das Herz getroffen. Perfekt auf 70 Meter mitgenommen. Und das war doch das letzte hier. Kurz vorm Wegrennen auch noch mitgenommen. Passt. Ja, Weißwedel passt schon mal ganz gut. Enten passt auch. Hier, das Hühnchen ist ja schon mal super interessant. Aber ich muss noch ein bisschen weiter suchen, ne? Ein bisschen was geht noch. Alpenschneehuhn. Männlich am Brunften. Grob in der Richtung hier. Oh. Futtergebiet. Schneehase. Ich suche das Schneehuhn, Alden. So, vorsichtig ein bisschen weiter vorsneaken. Ich will es ja erstmal nur sehen. Und dann ballern. Da. Ein Auerhuhn. Weibchen. Ruhig. 150 Meter. Kein Männchen oder was? Was so ein bisschen einen auf Schickimicki macht? Da hinten ist auch noch was. Auch ein Auerhuhn. Da ist ein Auerhuhn. Das ist ja verrückt mit dem Viechzeug hier, mit dem Federviechzeug. Das hat aber was. Ich sage dir, wie es ist. Das ist aber richtig tricky, ey. Nicht hier immer die großen Viecher, Alten. Hier ein Löwe und weiß der Geier was. Nee. Einfach mal vor die Tür gehen und hier so ein den realen, den realen Shit einfach mal machen hier. Da, Alpenschneehuhn, winzig klein. Das will ich haben. Ich gehe auf 100 Meter. Und der Hase läuft weg. What? Easy. Und es gluckst und guckelt weiter, Alter. Da können wir doch nochmal nachlegen. Guck mal da. Zack, mitgenommen. Das ist jetzt übrigens die Muni mit noch mehr Durchschlagskraft und weniger Aufpilzung. Ich bin übelst gespannt, inwieweit sich das jetzt hier auf die Level 1 Tiere auswirkt. Ist das besser? Ist das schlechter? Besser mehr Aufpilzung? Ich meine, da musst du ja bei diesen kleinen Viechern nicht weit durch. Bei so einer Handvoll Tier, da musst du ja nicht. Also wie tief willst du da rein oder durch? So, wo haben wir den Hasen? Alter, ohne Scheiß. Auch so mit der Vegetation und so, ne? Super cool gemacht. Hier alles schön mit den, weiß nicht, hier mit den Farn und Blaubeeren und was weiß ich und Brennnesseln oder was. Einfach cool gemacht hier. So, Hasen. Oh.
So gerade nochmal eben erwischt. Egal, Silberwertung zählt. Auch sehr hübsch gemacht. Ach, wie cute, ey. Ja, nice. Und dann haben wir da vorne jetzt drei. Drei Vögel müssten hier liegen, ne? Und da liegen sie auch, die drei Vögel. Krass. Erstes, was ist das für ein Klumpen? Achso, hat so nach hinten geguckt. Ah, okay, hier. Ja, ich komme gleich. Hat sich gerade geputzt. Ja, auch hier Durchschlagskraft überhaupt nicht nachzuvollziehen. Gerade eben so die Achsen getroffen. Aber hat gereicht. Kann man machen. Erstes Alpenschneehuhn. Keinerlei Wertung, weil, keine Ahnung. Vielleicht muss ich auch die alle aus der Luft schießen. Könnte natürlich sein. Hatten wir ja schon mal sowas. So, was haben wir hier als nächstes? Alter, auch so ein Schmuckding. So ein kleines Gubbel. Alter, aber komplett durchledert, ey. Ja, auch hier wahrscheinlich außer Luft. Dann gibt es auch eine Wertung. Alpenschneehuhn mitgenommen. Und als drittes. Auch super geil. Auerhuhn. Schick. Sehr, sehr, sehr cool von der Optik. Ja, ich komme ja gleich. Und hier. Oh ja, okay. Da sieht man dann eben doch die Durchschlagskraft. Ja. Komplett mitgenommen. Ja, werde ich nochmal ein bisschen testen, was von beiden besser ist. Mehr Durchschlagskraft oder doch lieber die größere Aufpilzung, um größere Löcher zu reißen. Ich meine, das stoppt natürlich so ein kleines Tier auch ziemlich schnell dann, ne? Wo trötet er denn? Oh, da. Elchkuh. Kann ich noch in Deckung gehen? Habe ich noch irgendwie die Möglichkeit? Alter, da haben wir ja schon hier mit einer Runde einmal die komplette Map hier mitgenommen. Naja, bis auf Bären, ne? Hello there. Ich würde jetzt sagen, wie von der Tarantel gestochen. Oder wie von mir geschossen. 25. Zumindest einen Lungenflügel. Und kippt wieder um. Praktischerweise, da will ich eh hin. Also ihr Lümmels, ich würde sagen, ich gucke hier auf jeden Fall nochmal rein. Denn wir haben hier wahnsinnig viel zu entdecken. Der Oberbabbo fand das jetzt gar nicht so cool, dass ich seine Kuh angeschossen habe. Ist aber auch nur Stufe 3, den machen wir nächste Mal. Wenn das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen. Ein paar Folgen machen wir auf jeden Fall noch, bevor es dann irgendwann reingeht in The Angler. Da gehen wir auf jeden Fall dann hart rein. Petri ihr Lümmels, Weidmannsheil ihr Lümmels. Bis zum nächsten Mal im Livestream oder im nächsten Video.